So, hallo, hier ist Podcast von Sven Heidenreich und wir haben die Folge Nummer 914. So, nicht 914. Ich schließe langsam die Fenster wieder. Es ist wieder mal die Sprachmemo-App an. Naja, wie immer. Ihr hört mal kurz die Vögel. Die Piepmetze. Mal gucken. Genau. Reicht. Wir schließen langsam die Fenster. Ich hoffe, es geht euch gut. Es ist kurz nach 5:30 und ja, es ist mal wieder ein Montag, der 17. Juni 2024. Und ja, wird heute ein, ja, soll ein bisschen regnen heute. Zumindest hat der Wetterbericht es gesagt. Mal gucken, ob das so ist. Bin trotzdem, ich habe mich auch ein bisschen wärmer angezogen, weil morgens ist ja immer noch ein bisschen frisch. Und da möchte ich nicht so gerne frieren. Ich meine, gut, jetzt ist es auch nicht mehr so kalt draußen, aber man weiß es ja nicht, wenn man draußen steht und es ist noch ein bisschen windig. Naja, also ich bin da mit kurzen Hosen noch ein bisschen vorsichtig. Und deswegen, ja, deswegen lassen wir das einfach mal so. Ich schließe jetzt erstmal die ganzen Fenster. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, es liegt eine neue Woche vor mir. Und ja, mal gucken, wie die Woche wird. Ich weiß es noch nicht. Ja, mit viel hätte ich teilen und ja, so ein Highlight gibt es diese Woche nicht. Ich warte ja auf die nächste iOS 18 Beta, denn da hoffe ich, dass einige Funktionen besser funktionieren. Und das ist jetzt so mein Highlight, an das ich mich jetzt momentan klammer. Denn so in anderen Sachen, sage ich jetzt mal, da passiert ja momentan gar nicht so viel, also hörspielmäßig. Nichts podcastmäßig momentan auch nicht. Also außer es hat natürlich mit iOS 18 zu tun, aber sonst ja, ist da auch nicht viel los, was Podcasts angeht. Naja, also wie gesagt, aber das kann ich auch nachvollziehen. Bei mir ist ja auch nicht viel los. Man hat ja auch nicht immer eine Idee, irgendwas zu machen irgendwie. Und mir geht es ja ähnlich. Ich meine, ich mache zwar Folgen, aber irgendwie, ja. Was will man da machen, ne? Wie gesagt, da steckt man nicht drin. So. Wird man einen Schluck Wasser trinken und dann, ja. Hab mir auch Wasserflaschen im Kühlschrank gestellt. Eine Wasserflasche packe ich jetzt erstmal in die Tasche. Nehme ich mit. Für meinen Wasserhaushalt ist gesorgt. Jetzt nehme ich noch einen Schluck. Rums macht den Kater runter. Meine Trinkflasche hier. Das ist so eine Trinkflasche, haben wir auch von der Arbeit geschenkt bekommen. Zum Geburtstag.
bleibt das Wasser auch schön kühl. Muss man ja sagen, also mache ich mir auch wieder Leitungswasser rein. So. Genau. Und stelle mir das auch wieder in den Kühlschrank. So, dann habe ich nämlich 3 Flaschen Wasser im Kühlschrank und 1 Flasche Wasser mit, damit ich auch ja genug trinke. So, schön fest zudrehen. Genau. Genau, tun wir die nämlich. Kühlschrank unten rein. So. Genau. So, naja, auf Tee habe ich jetzt keine Lust. Kaffee trinke ich auf Arbeit. Also man muss ja auch nicht immer morgens was Warmes trinken, sage ich jetzt mal, ne? So, dann setze ich mich noch ein bisschen hin. Ja, also, so beginne ich diesen Morgen. Wie gesagt, Montag, 17. Juni 2024. Ja, Wetter ist durchwachsen, sage ich jetzt mal. Es ist schon relativ warm, will ich mal sagen. Ich kann ja mal Siri fragen. Mit der Apple Watch. Wie wird das Wetter heute? Im Moment ist es bewölkt bei 15 Grad. Laut Vorhersage soll es bewölkt sein am Morgen und regnen am Nachmittag. Der restliche Tag bleibt dann durchwachsen. Der Tageshöchstwert liegt bei 24 Grad, Tiefstwerte bei 15 Grad. Ja, also ist schon ganz gut, dass ich ein bisschen wärmer angezogen bin. Man kann sich ja immer noch ausziehen und ja. So sehe ich das einfach. Niemals zu. Ja, frieren tut man nicht gern und das könnte ich jetzt nachvollziehen. Ja, ansonsten. Was wird die Woche bringen? Ich weiß es nicht. Es hat bis jetzt noch niemand über die Sprach-Memo-App berichtet, dass sie in Stereo ist. Also ich vermute und bin ja mal gespannt, wer der Erste ist, der das rausfindet. Also ich werde ja nicht der Erste gewesen sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber naja, auf jeden Fall ist das mein Lieblingsfeature hier bei iOS 18. Also das muss ich echt sagen. Ja, und ist ja auch ein schönes Feature. Ne? Das kann man gut gebrauchen. Ja, also, wie gesagt, das Einzige, wo eine andere App noch praktischer ist, also gerade so Apps wie Just Press Record oder Recorder HQ Pro, ist, wenn man jetzt mit Kopfhörern arbeitet und man möchte den Mikrofoneingang wählen. Das ist natürlich eine Sache, die man mit anderen Apps besser kann. Das kann man mit der Sprachmemo-App nämlich gar nicht, denn da ist es nämlich so, wenn man die Sprachmemo-App anmacht und man nimmt jetzt Bluetooth-Kopfhörer, dann nimmt die Sprachmemo automatisch das Mikrofon von den Kopfhörern. Ja, also das ist ein Feature, was bei den anderen Apps natürlich besser funktioniert. Das wird auch hier nie kommen, denke ich, dass man hier die Mikrofone auswählen kann. Also ich sag mal, wenn man jetzt mit Kopfhörern arbeitet dann und man möchte trotzdem das interne Mikrofon vom iPhone benutzen, ja, also dann ist es natürlich besser, man nimmt Recorder HQ Pro oder Just Press Record. Ne? Aber ich sag mal, wenn man jetzt wirklich mit den internen Mikrofonen Aufnahmen machen
will und man hat keine Kopfhörer, man braucht keine Kopfhörer, so wie ich jetzt, dann nehme ich natürlich immer jetzt die Sprachmemo-App, weil das ist echt super. Ja, auch die Qualität ist zwar MPA, aber das ist halt verlustfrei. Ja, und zumindest steht es da. Ja, und es ist eine recht gute Qualität und trotzdem ist die Datei nicht so riesig. Und es ist Stereo, ne? Also das ist wirklich, ja, relativ schnell hochgeladen auch und lässt sich auch schnell umwandeln in Video. Also das ist auch relativ schnell. Das mache ich mit der Just Press Record inzwischen. Ja, mehr ist dem nicht hinzuzufügen, würde ich sagen, ne? Na gut, das reicht ja auch als kurze Folge. Schließlich muss ich mich auch langsam bereit machen für die Arbeit und da ich die Folge noch hochladen will. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start in die Woche und ja, ich weiß. Dann hört man sich in der nächsten Folge, das wäre dann die 915. Bis dann, ciao, ciao.